Hey Fotolovers, was geht ab? Herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es ums Thema Drucken oder besser drucken lassen. Viele Leute haben mich das auf meiner Facebook-Seite schon gefragt oder auch bei persönlichen Treffen im letzten Jahr. Ben, wo lässt du deine Bilder drucken? Ich möchte gerne mal meine Bilder drucken lassen. Was kannst du mir empfehlen? Und genau darum geht es in diesem Video. Ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen intensiver mit dem Thema Drucken auseinandergesetzt. Ich habe die Jahre davor nicht wirklich was drucken lassen. Ab und zu mal so einen kleinen Print und auch mal ein bisschen größer, so 20x30. Damals bei der Ausstellung, ich glaube, es war 2011, haben wir einmal drucken lassen. Aber da habe ich mich nie mit wirklich beschäftigt. Das habe ich immer andere Leute machen lassen. Und jetzt habe ich das erste Mal mich wirklich intensiv auch selber damit beschäftigt. Und ich finde das ziemlich geil. So, dass der Moment, wenn man das erste Mal seine eigenen Bilder nicht nur auf dem Monitor oder im Internet sieht, sondern so richtig selber in der Hand hat, fühlt, sieht und auch riecht. Und wer mein Vorstellungsvideo zu meinem eigenen Buch schon mal gesehen hat, da habe ich auch am Buch gerochen. Ich finde das geil, ich mag den Geruch von Büchern irgendwie. Und es fühlt sich einfach krass an, wenn man so eine Seite nimmt, bei so einem Fotobuch zum Beispiel, und es einfach so umschlägt. Man fühlt so den Windstoß in seinem Gesicht. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn man das so sieht auf einem Computermonitor. Finde ich jedenfalls. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich will drucken lassen. Und ich will nicht irgendwas drucken lassen, sondern ich möchte gleich mal richtig knallermäßig loslegen. Ich will ein großes Fotobuch haben und ich will einen großen Print für meine Wand haben. Und da gab es ja die verschiedensten Varianten. Es gibt ja sowas wie zum Beispiel Leinwandabzüge, es gibt Direktdruck, es gibt Fotoauszüge, Echtfotoauszüge, es gibt mit Alu, es gibt mit irgendwelchen Acryl, mit irgendwelchen Wachsdingern und so weiter. Die verschiedensten Varianten. Was soll man jetzt überhaupt nehmen? Und ich habe auf der Fotokina Whitewall gesehen und bei denen habe ich jetzt auch drucken lassen. Und da fand ich ziemlich geil, dass sie zum einen voll die krassen Varianten haben. Sie hatten riesige Bilder auf der Fotokina gehabt. Vielleicht, wenn einer auf der Fotokina war, hat diesen Stand auch gesehen. Und habe dann so eine Samples mit nach Hause genommen. Beziehungsweise mein Assistent Rico hat die mitgenommen. Und ich habe schon gesagt, Rico, du sollst ja nicht immer klauen hier die ganzen Samples. Da hat er gesagt, nee, hier ist nicht, gab es wirklich als Geschenk. Okay, habe ich mir angeguckt. Und dann habe ich im Internet ein bisschen geguckt, verglichen und so weiter. Und habe gesehen, dass Whitewall auch in Berlin ist als Store. Bin reingegangen, mir die Sachen angeguckt und das fand ich das erste Mal geil, weil gerade wenn man im Internet Sachen bestellt und jetzt vor allem so eine Drucke machen lässt oder sowas, dann weiß man ja gar nicht, wie die Qualität ist. Ja, man weiß ja gar nicht, wie wirkt das jetzt? Man sieht das ja nur im Internet, ja, und hat gar nicht dieses Gefühl, wenn man das selber in der Hand hat. Und genau das habe ich vor Ort gemacht. Ich habe mir verschiedene Papiersorten angeguckt. Ich habe mir verschiedene Verbundstechniken angeguckt. Also zum Beispiel so Alu-Debond oder auch Leinwand oder es gibt auch so gebürstetes Metall und so ein Zeug. Habe ich mir das angeguckt und habe mich dann für zwei Varianten entschieden, beziehungsweise drei Varianten, weil ich noch eine sehr günstige Variante einfach mal testen wollte, weil ich das ganz gerne mache. Einfach mal so ein Vergleich. Teuer, billig, wie sieht's aus? Ist genauso geil oder hat das eine Berechtigung, dass das andere teurer ist? Das hier zum Beispiel, das ist ein Echt-Fotoabzug auf Kodak Metallic Papier, Acryl, Alu, Debond, whatever. Sieht nicht nur geil aus, klingt auch richtig fett und muss man erstmal üben, bis man das auswendig kann, ja, um den Leuten zu sagen, wenn die vor dem Bild stehen, was ist das? Ja, pass auf, das ist ein Echt-Foto, bla 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 bla. So, und ich fand, das sah richtig geil aus, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass da ein Echt-Fotoabzug ist, auf einem besonderen Papier, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Dann ist da eine Glasscheibe davor und hinten dran ist eine kleine Alu-Platte und dann nochmal so ein Verbundszeug, irgendwie Gummi oder Schaumstoff, ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja? Ist aber auch nicht schlimm, das ist eigentlich nur Stabilisierung für den Hintergrund. Dann ist noch so ein Rahmensystem mit dabei und das Ganze kam in einer relativ coolen Verpackung. Ich war erstmal erstaunt, es war auch riesengroß und ich wusste auch erst, weil gar nicht, wie groß ist eigentlich 1,40 Meter mal 1,05 Meter. So groß ist nämlich dieses Bild. Ich dachte, das wäre jetzt nicht so groß, aber es ist schon echt ziemlich fett und ziemlich groß und wirkt auch ziemlich geil. Jetzt zu diesem Metallic-Papier. Und das finde ich halt so geil und auch so cool, wenn man das im Laden irgendwie angucken kann. Es gibt verschiedene Papiersorten. Und wenn man einfach nur sich Bilder auf dem Monitor anguckt, dann lernt man die eigentlich auch nie kennen. Aber wenn man das dann das erste Mal in der Hand hat, dann sieht man richtig die Unterschiede. Also dieses Metallic-Papier zum Beispiel, das hat so ein
Glanz, so einen metallischen Glanz in den verschiedenen Farben. Zum Beispiel oben in diesen Blättern, in diesen gelben Herbstblättern, das ist ja ein Motiv aus dem Schwarzwald, die wirken so bronze- und goldmäßig, ja, wenn Licht drauf scheint. Und hier das zum Beispiel, dieser weiße Bereich hier, wo das Wasser so verwirbelt, das wirkt zum Beispiel Silber. Und hier unten diese roten Blätter, die wirken auch Bronze, wenn man mit einer Lampe drauf leuchtet oder wenn Licht sehr doll darauf scheint. Das heißt, dieses Bild verändert sich im Licht. Und das finde ich richtig geil. Das ist ein richtig fetter Effekt, wie ich ihn eigentlich nur kenne von richtigen Gemälden, wenn die mit Farben, mit besonderen Farben gemalt wurden, mit Pigmenten und dann Licht drauf scheint und die Farben richtig anfangen zu leuchten. So ist es bei dem Bild auch. Und das ist echt schon ziemlich nerdig, ja, muss ich gestehen, aber es ist irgendwie auch fett. Und genauso auch bei dem Fotobuch. Fotobuch kennen viele Leute sicherlich, auch von so einen kleineren Varianten. Oftmals ist es Direktdruck, das heißt, es wird einfach raufgeprintet. Aber ich habe hier zum Beispiel in dem großen Buch echt Foto ja auch ausgesucht. Das heißt, es sind richtige Abzüge auf richtig fettem Fotopapier. Und man sieht das richtig, wenn ich das hier mal so schwabbeln lasse, dass sie nicht nur einen geilen Sound machen, sondern halt auch richtig dick sind. Also es sind zwei Seiten, die aneinander geklebt sind. Insgesamt sind 24 Stück hier drin, also 24 Bilder auf 12 Doppelseiten. Und das ist einfach geil, wenn man die so umblättert. Ja, fühlt sich richtig fett an, sind auch ebenbündig, also liegen eben an. Und man kann sogar das Ganze als Panorama machen. So habe ich zum Beispiel auf der Rückseite hier als Test auch mal gemacht. Also ich finde es echt fett. Und als ich das erste Mal in der Hand hatte, war ich richtig geflasht, so wie sich das so irgendwie anfühlt und wie es vor allem aussieht, also wie diese Farben einfach wirken, wenn man das so ins Licht hält. Ich finde das ja am geilsten. So fotografieren ist ja auch malen mit Licht und wenn man dann seine Fotografie auch im digitalen Zeitalter, liebe Freunde, ja, einfach mal so ins Licht reinhält, das ist schon echt fett. Und ich habe mir als Vergleich dann einfach mal einen Direktdruck machen lassen, so ein kleineres Buch und es ist auch ganz cool, aber natürlich, ich meine, die Größe, da muss man jetzt nicht drüber reden. Gegen die Größe, ja, das stinkt natürlich dann schon ein bisschen ab. Und dann sagt man so, ja, das ist ganz gut, aber ich will lieber ein größeres haben. Von den Farben her ist der Direktdruck, finde ich, nicht ganz so schön. Wir haben ja mal, wir können ja mal hier ein Vergleichsbild machen, zum Beispiel hier diese Brücke. Ich suche die mal hier kurz raus. Boah, da muss man sich richtig anstrengen, hier die Seiten umzuschlagen. Hier haben wir es zum Beispiel. Boah. Mal hochhalten. Von den Farben ist natürlich das obere fetter, ne, als das untere, kann man das sehen, ich hoffe im Video, das wirkt anders und auch hier dieses Sri Lanka-Bild mit seinen ganzen lila Tönen und Blautönen, es knallt einfach richtig krass. Übrigens, das Bild habe ich mir jetzt gerade nochmal nachbestellt, in so einem Kodak Metallic Papier, aber als, nicht als Verbundmaterial, sondern einfach nur als Fotoausdruck. Und das war jetzt auch nicht teuer. Ich habe mir zwei Abzüge machen lassen, so 20, nee, wie waren die, kleiner, so Fotoabzüge, was ist das für ein Format, 13x15 oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht immer aus dem Kopf, und ein 20x30 in diesem Kodak Metallic Papier, alles zusammen, ich glaube, entweder 25 oder 30 Euro, ich bin nicht mehr sicher. Aber ich sag mal so, 30 Euro gebe ich gerne aus, wenn das richtig fett ist und richtig geil ist und diesen Glitzer auch drin hat und einfach fett aussieht, so. Und da sind wir auch schon beim Preis. Ich glaube, wenn man drucken lässt, dann kann man unglaublich viel Geld ausgeben. Ja? Man kann da wirklich Tausende von Euro rein investieren, wenn man ein paar geile, große Bilder vor allem auch haben möchte. Muss man nicht zwingend machen, aber ich sage so, lieber spare ich ein bisschen Geld und habe was richtig Fettes, als irgendwie so einen Direktdruck-Ausdruck, ja, der erstmal nicht so wirkt von den Farben her und zweitens auch nicht diese Farbdauer hat. Ich hatte zum Beispiel mal ein kleines Beispiel, ein Kumpel was geschenkt gehabt, ja, zu Weihnachten, so eine, nie zum Geburtstag war das, so eine Collage. Ja, habe ich ausdrucken lassen, 20x30, habe so am Photoshop zusammengesetzt, waren so ganz viele Bilder einfach von ihm, so geburtstagmäßig halt. Ne? Und das hat er mir letztes Jahr gezeigt und das war ausgeblichen, das komplette Bild. Und das war nicht mal an der Wand gehangen, das hat er nicht mal aufgehangen. Man kennt das ja von seinen Freunden, ja, die besten Freunde, so sind sie, lassen schön die Geschenke in der Verpackung und ach so, ja, habe ich hier hinter der Couch. Und das war komplett ausgeblichen, das Teil. Das sah nicht mehr so aus, wie es aussah, als es aus dem Drucker kam. Das ist richtig ärgerlich. Hier zum Beispiel gibt es Garantie auf Farbechtheit, ewige Jahre. Ja, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht aus dem Kopf. Und das finde ich dann echt schon richtig cool. Und da lohnt sich das auch, ein bisschen mehr dafür auszugeben. Zumal man halt dieses geile Fotopapier einfach hat. Und es wirkt und fässt sich einfach ganz anders an, als einfach nur so ein ganz normaler Ausdruck. Also ich kann WhiteWall auf jeden Fall empfehlen.
Habe jetzt mehrere Sachen. Ich habe dieses Buch, ich habe das DIN A3 Buch, ich habe das kleine Buch hier. Ich habe mir nochmal so einen Abzug von diesem Sri Lanka-Bild machen lassen. Und wenn man nicht so ein Alu-Dibond-Ding nimmt, ja, dann ist das auch nicht so übertrieben teuer. Wenn man aber sagt, komm, hier, ich will so einen richtigen Knaller haben in der Wohnung, in der Arztpraxis, wo auch immer, wenn man selber fotografiert, dann knall rein, Alter. Ja? Knall richtig rein. Aber das Ding kostet auch so, ich glaube, das hat 500 noch was Euro oder sowas gekostet. Aber es ist auch richtig krass. Also das Ding kannst du erstmal so verkaufen, theoretisch, ja, wenn man das wollte. Und zum anderen einfach sich in die Wohnung hängen. Man muss nichts mehr machen, außer abstauben. Das sieht einfach megamäßig krass aus. Ich werde jetzt die nächsten Monate noch ein bisschen rumtesten, ob ich diese Spiegeloberfläche mag oder ob ich es lieber mag, wenn es matt ist. Aber ich bin so kein Fan wirklich von dem Matten. Ach so, matt apropos. In dem Fotobuch habe ich mattes Papier genommen. Und ich dachte erst, Glanzpapier sehe geiler aus mit so Landschaftsbildern in so einem Fotobuch. Aber es hat mir nicht gefallen. Ich fand, diese matten Bilder sahen geiler aus. Und ich finde die jetzt auch in echt richtig cool. Und das konnte ich auch nur rausfinden und sehen, weil ich sie mir angeguckt habe. In so einem Store oder zum Beispiel auf der Fotokina. Das heißt, wenn du dir jetzt selber was ausdrucken möchtest, dann guck dir zum einen die Qualität in echt an, wenn du die Möglichkeit dafür hast. Whitewall zum Beispiel super dafür geeignet. Ja, die haben Stores auch in anderen Städten in Deutschland oder eben auf Messen sich nochmal von der Qualität überzeugen lassen. Und dann kann man das im Internet bestellen. Ja, also die Anbieter haben auch Internet-Shops. Ja. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, das haben sie mir im Shop gesagt, dass man, wenn man so einen großen Ausdruck macht, auch sich einen Testausdruck machen lassen kann in einer kleinen Größe. Zum Beispiel nur so einen Ausschnitt, um zu sehen, wie die dunklen Farben zum Beispiel wirken. Noch eine Sache zum Format. Wie soll man das jetzt abgeben? CMYK, muss man das irgendwie aufwendig umwandeln und so weiter? Ich habe die Erfahrung gemacht, heutzutage geht es wunderbar, wenn man einfach ein JPEG abgibt, ja, in sRGB. Das Bild zum Beispiel ist JPEG, sRGB. Funktioniert super. Zu der Größe noch, zu der Pixelanzahl. Die meisten Anbieter haben unten so eine Anzeige. Whitewall zum Beispiel sagt dann immer, so und so viel Pixel sollte das Bild jetzt haben, damit es hier raufpasst. Zum Beispiel auch bei dem Fotobuch, wenn man Panorama druckt, dann gibt es dir eine Warnung und sagt, hier DIN A3 als Panorama sollten mehr Pixel haben oder auf eigene Gefahr. Ich habe das hier zum Beispiel auch, dieses Außenmotiv hier, obwohl die Pixel nicht gestimmt haben, obwohl es kleiner eigentlich war, drucken lassen, weil ich gesagt habe, mir egal, ich will sehen, wie es auswirkt, aussieht und es sieht gut aus. Ja? Man darf immer nicht vergessen, bei so einen Bildern, und man darf sich auch nicht, man darf da nicht irgendwie Angst vor haben, man guckt sich ein Bild, vor allem so ein großes Bild, ja nicht so an. So steht man ja nicht davor und sagt, das rauscht aber, guck mal, das Rauschen, das kannst du wegschmeißen, das Bild. Sondern man guckt ja so ein Bild, je größer es wird, immer weiter entfernt an. Und auch so ein Fotobuch, in DIN A3, das guckt man sich ja nicht so an, ja, so vor seiner Nase, sondern man guckt es aus einer Entfernung an, weil man dann ja auch das ganze Bild in der Gesamtheit sieht. Das heißt, man muss sich da nicht so eine großen Gedanken machen. Noch Thema Bildschirmkalibration kurz sagen. Ich habe keinen kalibrierten Monitor. Ich habe den noch nie kalibriert und ich hatte noch nie irgendwelche Schwierigkeiten. Wenn du einen ganz alten Monitor hast, dann kann es vielleicht da Schwierigkeiten geben. Wenn du einen aktuellen Monitor einfach hast, so aus den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren, dann sollten eigentlich keine großen Probleme sein. Ich habe einen Mac zum Beispiel, also ich habe mehrere Macs und auf allen sieht das gut aus. Ja, auf dem einen ist es mal heller, auf dem anderen ist es mal dunkler. Wenn man aber weiß, wie man mit einem Histogramm arbeitet, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Fassen wir zusammen. Man sollte vor dem Drucken keine Angst haben und es erschließt sich durch das Drucken lassen ein ganz neues Genre, finde ich schon fast, der Fotografie. Ein anderer Bereich, eine neue Nerdigkeit auch so ein Stückchen weit. Und es macht Spaß, es ist aber auch teuer. Ja? Ich finde, man sollte nicht zu wenig ausgeben für seine Drucke, weil die sollen ja geil wirken. Zum Testen kann man ruhig dann erstmal in einer guten Qualität einen kleinen Druck machen lassen und dann irgendwann, wenn man sagt, ach komm, ich will jetzt mal ein bisschen Geld, mich selber beschenken auch ausgeben, dann kann man mal in größeren Druck geben und ich sag mal auch so 20 mal 30, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Preis, ich glaube es waren 15 oder 20 Euro, das mal hingeschissen. Ja, bevor man da am Wochenende mal weggeht und 2 Cocktails wegschlürft für 10 Euro, sich dann einfach mal einen schönen Print holen auf so einem geilen Metallic-Papier und das einfach feiern und an die Wand hängen und sein eigenes Bild anders begutachten. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Oder sich selber beschenken in so einem Fotobuch. Das hier übrigens, ich habe den Preis noch gar nicht gesagt, kostet, ich glaube, es waren 60 Euro oder sowas. Und das klingt jetzt erstmal viel für 12 Seiten, aber man hat 24 Bilder. Wenn man seine 24 besten Bilder im Jahr einmal drucken lässt, ja, mein Gott, da
Das ist eine geile Erinnerung. Ich stelle die nebendran ins Regal, sehe meine eigenen Fortschritte jedes Jahr und zur Not reiße ich die Seiten einfach raus und hänge sie mir an die Wand. Ja, da habe ich auch direkt hier DIN A3 Ausdrucke, 12 Stück. Passt doch. Das war's für diese Woche mit dem Video. An der Seite siehst du noch mehr Videos übers Fotografieren. Unten in der Videobeschreibung gibt's auch nochmal den Link zu Whitewall. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Den Abonnieren-Knopf drücken, kein Video mehr verpassen und nebendran der Link auf lernvonben.de. Da gibt es Video-Workshops und ganz viele andere tolle Sachen. Macht's gut, bis dann und niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga. Ich glaube, das drucke ich mir auch mal an die Wand, irgendwo hier. Sag mal Einstellung, Digga.